Hi. Hi. Guten Abend. So, dann würde ich sagen, pünktlich 1 Minute nach 7 fangen wir an mit unserem Finanztalk im Februar. Ich begrüße euch erstmal alle nochmal ganz herzlich. Ich stelle nochmal schnell der Runde nach vor. Mich kennen die meisten. Mein Name ist Eva Abert. Ich bin mit der Vermögensakademie unterwegs und habe die Ehre, diesen Finanztalk hier zu moderieren. Mit dabei heute die liebe Annette Weiß von Geldwert-Finanzbildung. Annette ist Honorarberaterin und guckt, dass Menschen, die sie unterstützt, ja, die finanzielle Bildung sozusagen erfahren und auch einfach fit werden in allen Finanzbelangen. Die liebe Natascha vom Blog Madame Moneypenny ist heute leider krank, sodass wir ohne sie loslegen müssen, aber die anderen werden das rocken, da bin ich mir sicher. Weiterhin mit dabei der liebe Lars Wrobbel vom Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Lars betreibt den Blog und hat das Sachbuch zum Thema Peer-to-Peer-Kredite in Deutschland geschrieben und ist absolute Expertin in dem Bereich, kennt sich aber auch ansonsten mit ziemlich vielen Themen rund um passives Einkommen und Finanzen ziemlich gut aus. Und insofern super cool, dass er heute auch wieder mit dabei ist. Dann haben wir Luis Pazos hier von Nur Bares ist Wahres. Luis Steckenpferd sind die Hochdividendenwerte. Und da hat er auch einen sehr, sehr spannenden Blog und auch ein Buch zugeschrieben. Und dann haben wir noch Vincent Willkommen mit dabei. Vincent betreibt den coolen Blog Freaky Finance und ja, kennt sich auch schon seit vielen Jahren sehr gut mit allem rund ums Thema Finanzen, Geldanlage, Börse und so weiter aus und steuert hier seine Expertise mit rein. Heute geht es um das spannende Thema. Annette ist schon zusammengebrochen in ihrem Stuhl. So sieht es aus. Ich lehne mich mal zurück. Alles klar. Es geht um die fallenden Kurse, die ja ganz vielen einen ordentlichen Schreck eingejagt haben. Und wir wollen uns das mit euch zusammen ein bisschen angucken und das Thema beleuchten. 30 Minuten gebe ich jetzt das Wort an unsere 4 Experten und frage auch direkt mal rein, wie geht es euch denn so mit den fallenden Kursen? Vielleicht könnt ihr jeder mal ein Statement abgeben, bevor wir anfangen. Und die zweiten 30 Minuten haben dann alle Zuschauer hier in unserem Live-Webinar die Möglichkeit, über die Chat-Funktion ihre Fragen reinzustellen, die wir dann auch direkt live beantworten. Also ihr Lieben, wie geht es euch mit den fallenden Kursen? Habt ihr Schiss oder geht's? Ladies first, Annette. Warum? Ich hätte jetzt gerade ein Glas anfangen lassen, Wie du möchtest. weil das auf P2P ja wahrscheinlich gar keine Auswirkungen hat und auf Lars insgesamt sowieso nicht. Nee, ich habe es auch ehrlich gesagt erst durch Eva erfahren, dass die Kurse überhaupt fallen. Irgendwer spoilert immer, ne? Tatsächlich, ja. Das war sehr lustig. Wir haben uns darüber unterhalten, über was wir mit in diesem Finanztalk sprechen. Wir haben gesagt, fallende Kurse. Und Lars, hä? Die Kurse fallen? Ich musste etwas lachen. Aber Entschuldigung, nur so viel zum Rand. Also Lars ist total cool, wie immer, völlig unbeeindruckt. Ja, aber tatsächlich hat es auf die Peer-to-Peer-Kredite bei mir überhaupt keine Auswirkungen und bei allen anderen, die da investiert auch sind, nicht. Ist natürlich auch ziemlich cool. Ist natürlich der große Vorteil dieser Anlageklasse auch, dass es halt nicht so sehr mit den anderen Märkten kollidiert. Also völlig entspannt. Ja. Ja, Annette. Ach so, ja, gut. Also ich habe es natürlich mitbekommen, das schon. Nichtsdestotrotz zwei Ebenen. Also mich selber berührt es herzlich wenig. Ich freue mich dann höchstens, weil das jetzt keine Geschichte war. Also das war von vornherein klar, dass das so passieren wird. Ja. Schon Anfang des Jahres war das klar, dass das jetzt sich nochmal ein bisschen hochpusht und dann wird es eine Delle geben. War logisch. Und für mich persönlich sind das dann eher so Gelegenheiten, wo ich dann sage, naja, jetzt könnte man vielleicht mal eine Sparrate nur mal ein paar Tage früher reinlaufen lassen, zum Beispiel. Ja? Oder jetzt wäre das der richtige Zeitpunkt, um dann doch mal nach einem Einzeltitel zu gucken, außerhalb der Reihe. Ja, also das für mich sind solche Geschichten eher Gelegenheiten, anstatt dass es mir Angst macht. Was natürlich auf Kundenseite, wenn man das nicht gewohnt ist und guckt aufs Konto, aufs Depot und da sind jetzt plötzlich mal 7.000, 8.000, 12.000, je nach Größe des ursprünglichen des Depots,
mal weniger drauf als noch vor einer Woche. Das macht natürlich niemandem Spaß, das ist vollkommen klar. Das Schöne ist, dass die Leute, mit denen ich arbeite, in der Regel wissen, was sie tun. Und auch hier die Aufregung sich sehr in Grenzen hält, weil wir halt eben nicht kurzfristig arbeiten, sondern immer auf lange Sicht. Und weil das von vornherein schon so klar ist, dass solche Dinge passieren, dass sie auch dazugehören, dass das denen keine wirkliche Angst mehr macht. Da kommt dann schon mal, ach, das da hat aber heute Morgen wehgetan. Ja, aber mehr auch nicht, also da kommt keine wirkliche Angst auf. Richtig Angst aufgekommen ist, deswegen ist es gerade sehr schade, dass Natascha heute krank ist, ist es in Gruppen, also mir ist das in Facebook-Gruppen extrem aufgefallen, in ETF-Strategiegruppen, in Aktien-mit-Kopf-Gruppen, in Moneypenny-Gruppen, in überall, ja. Ach Gott, die Kurse fallen. Wenn man sich dann wirklich ernsthaft Sorgen macht und ernsthaft Angst hat, ist das für mich ein Grund, sehr eventuell etwas flapsig zu sagen, naja, dann hast du unter den falschen Voraussetzungen das Depot überhaupt erst angelegt. Das kommt nicht immer gut an, ist aber leider die Wahrheit. Ja, so, ich bin fertig. Darauf gehen wir gleich sehr gerne noch genauer ein, aber jetzt wollen wir natürlich erst mal hören, wie es Louis und Vincent geht, ob euch die Muffe geht oder ob ihr voll entspannt seid. Also mir geht es auch noch ganz gut. Ich bin ja auch breit aufgestellt. Also klar, hauptsächlich Aktien auch, aber dadurch, dass man eben noch andere Anlageklassen hat, unter anderem auch wieder Lars, P2P und so weiter, ja, haut das erstmal nicht ganz so rein. Und ich habe dann auch eher nach interessanten Werten Ausschau gehalten, die man dann jetzt mal nachkaufen kann. Ist jetzt natürlich auch immer erstmal die Frage, war es das schon? Dann war es ja nun wirklich sowas, wo nächsten Monat kein Mensch mehr drüber redet. Oder war das jetzt nur der Anfang von einer größeren Korrektur und jetzt habe ich schon mal die ersten Positionen so günstig eingekauft, kann natürlich noch weiter runtergehen, dann gibt es noch billiger Aktien. Aber insgesamt eben auch dadurch, dass ich schon ziemlich lange dabei bin, bin ich relativ entspannt. Ich kann mir das vorstellen, ich habe das auch wie die Annette in den ganzen Gruppen gesehen, die Leute, die jetzt vielleicht erst ein Jahr oder so dabei sind, für die ist das natürlich erstens mal der Fall, dass die das noch nicht kennen, diese Situation, weil die Märkte natürlich in den letzten Jahren extrem gut gelaufen sind. Und da gab es ja maximal mal kleinere Rücksetzer und dann ging es immer schön weiter aufwärts. Und na klar, dann hat man eben auch entsprechende Einstiegskurse und dann fällt das eben auch, wenn man in sein Depot guckt, da bei diesen Rot- oder Grün-Prozenten dann schon ein bisschen mehr ins Gewicht oder schneller auf, wenn man da dann langsam ins Minus trudelt. Das kennen vielleicht viele noch nicht, die noch nicht so lange dabei sind. Von daher kann ich das ein bisschen verstehen, dass diese Leute dann eben diese, ja, in Anführungsstrichen Panik haben und in den Gruppen schreiben, ups, mein Wert ist da irgendwie jetzt 3% im Minus und gestern war noch 3% plus. Was soll ich machen? Ja, also das habe ich jetzt nicht, aber ja. Also das ist erstmal so, wie es mir damit geht und was ich auch beobachten konnte in den Foren und so weiter. Hm. Louis, wie geht's dir mit deinen Hochdividendenwerten? Ja, mir geht's so wie immer, weil das liegt natürlich daran, dass ich mit Lars eine Leidenschaft teile, nämlich die, keinerlei Nachrichten zu konsumieren. jetzt seit deutlich über einem Jahr gucke ich kein Fernsehen, lese keine Zeitung, höre keine Nachrichten. Was fürs Gemüt sehr gut ist, auch in finanziellen Dingen. Das heißt, ich habe tatsächlich bis letzte Woche Montag, glaube ich, da hat die Annette ja das Thema in den Raum geschmissen, gar nicht gewusst, wie es um die Börse bestellt ist. Und ich weiß tatsächlich bis heute, ich habe auch nicht nachgeguckt, wie der Kursverlauf ist, wie viel Minus wir von der Spitze aus liegen. Und ich habe auch nicht ins Depot geguckt, weil ich natürlich sehr, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, sehr regelbasiert vorgehe und meine zwei Stichtage im Jahr habe. Und außerhalb dieser habe ich ja gar keine Veranlassung, da hineinzugucken. Und von daher geht es mir eigentlich so wie immer, weil ich ja gar nichts weiß. Also der glückliche Narr quasi. Ja. Vielleicht nochmal ein Wort zu Vincent, weil du ja gesagt hast, die letzten Jahre sind die Märkte extrem gut gelaufen. Ich habe natürlich mal wieder ein bisschen in den Zahlen geguckt
Und interessanterweise, genau auf den Tag heute vor 2 Jahren, da ist nämlich schon ein Mini, sag ich mal, Bärenmarkt zu Ende gegangen. Am 12.02.2016 stand, also bezogen auf den DAX, der stand dann bei 8.967 Punkten und ist gekommen ein knappes Jahr vorher, 10.04.2015, von 12.374 in der Spitze. Das heißt, hier haben wir schon einen Sturz um 27,5%, der schon recht beträchtlich ist. Und das ist jetzt auch gar nicht so lange her. Und der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, da war nämlich dieser ganz furchtbare Januar 2016 mit dabei, so der schlimmste Start in ein Jahr seit x Jahren. Ja, also das blenden wir, glaube ich, auch ein bisschen aus, dass jetzt auch die letzten Jahre teilweise auch mal so ein bisschen holprig verlaufen sind. Und ich vermute mal, wir sind momentan noch weit weg von den 27,5%. Also an den Januar 2016 kann ich mich auch noch gut erinnern, da war ich mit einem guten Kumpel in Thailand und da haben wir es dann trotzdem auch mitbekommen, aber Gott sei Dank konnte man dann auch gar nicht so viel machen oder wollten wir auch gar nicht, aber jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich dran, also zumindest an den Januar, dass das davor auch schon ein bisschen runterging, habe ich jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, da, wenn es jetzt so das fast schon wieder war oder lass es noch ein paar Wochen da ein bisschen runterpendeln, da redet dann in kurzer Zeit keiner mehr drüber, wenn das jetzt nicht wirklich noch krass weiter korrigiert. Ne? Das ist genau das, was ich meinte. Aber du hast recht, jetzt erinnere ich mich wieder dunkel, zumindest an den Januar. Ich muss ja sagen, ich habe zuerst geglaubt, ihr veräppelt mich, als Lars gesagt hat, ja, irgendwer spoilert immer. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich bin auch ein wenig Nachrichtenkonsumierer, aber durch die ganzen Finanzgruppen, in denen ich mich auch tummle, konnte ich es nicht überhören. Wurde da doch relativ viel geschrien. Und Annette, du hast vorhin schon gesagt, wer jetzt die Buchse voll hat, um das mal so bildlich zu sagen, der hat unter den falschen Voraussetzungen sein Depot überhaupt erst gestartet. Was würdet ihr vier denn sagen, als erfahrene Anleger, was sind die richtigen Voraussetzungen? Was sollte man im Kopf haben? Welches Mindset braucht man, um langfristig an der Börse erfolgreich zu sein? Das kommt ja auch drauf an, was du davor hast. Also jetzt mit Einzelwerten ist das natürlich jetzt schon eine Sache, wo man eben gucken kann, ob man was günstiger kriegt oder ob man wirklich mal wieder was aussortiert bei der Gelegenheit. Aber wenn wir jetzt über so einen ETF-Anleger reden, also wenn ich da nur ETF-mäßig unterwegs wäre, würde mich das jetzt gerade gar nicht interessieren, so auf Deutsch gesagt, weil das ja wirklich stark passiv und extrem lang ausgerichtet sein sollte. Und ja, dann lässt man das halt einfach laufen und nimmt das zur Kenntnis, wenn überhaupt, und alles ist gut. Wenn man eben aber auch gerne mal auf Einzelaktien geht, ist es eine andere Geschichte. So wie ich, gucke ich dann jetzt halt, was kriege ich jetzt günstig, gehe da die ersten Positionen ein und wenn es weiter runter geht, kaufe ich weiter, weil es günstig ist. So. Aber das kommt eben voll auf die Strategie des Einzelnen an, ist meine Meinung. Das ist jetzt schon fast egal, was für eine Strategie man fährt. Also man muss einfach damit klarkommen, dass man mal Verluste erleidet. Und die können halt mitunter, wenn man lange investiert, auch schon mal ein bisschen höher sein. Irgendwann kommen sie immer, egal wie man anlegt oder egal wie man aufgestellt ist. Ich glaube, was ganz schwer ist, im Vorhinein zu bestimmen, aber das ist eben Schlüsselfaktor, ist die Risikotragfähigkeit oder Risikotoleranz, die man hat. Weil das ist schon was anderes, ob man ein Börsenspiel macht, ob man mit Spielgeld oder Musterdepot oder mit tollen Indikatormodellen, mit Rückrechnungen arbeitet, die vergangenen 50 Jahre super geklappt haben und dann aber echtes Geld mal einschießen muss. Und wenn sich das dann verfärbt, also blutrot wird. Und das ist, glaube ich, so der springende Punkt, wo sich dann auch die Spreu vom Weizen trennt. Ja, wobei es gibt auch Menschen, die mit ETFs durchaus spekulieren, Vincent. Also die haben, und das ist das, was ich vorhin meinte, die haben dieses Depot, wenn ich ein grundsätzliches ETF-Depot aufbaue, ja, dann bin ich von Spekulation einfach weit weg. Dann bin ich immer im Bereich Buy and Hold, ich lasse das liegen, kaufe da von mir aus auch monatlich zu und dann geht das bitte über 20, 30 Jahre am allerbesten. Und bei einem ETF-Portfolio. Genau. Ja, richtig, auf jeden Fall. Und bei Einzeltiteln im Prinzip, wenn du ein Buy-and-Hold-Einzeltitel-Depot baust, ist es ja nicht anders.
Wenn du Buy and Holder bist, auf jeden Fall. Es gibt aber durchaus Leute, habe ich gehört, die traden auch mit Aktien so auf Tagesbasis. Was soll es geben? Habe ich auch schon mal gehört. Ja, und es gibt auch Leute, die versuchen das tatsächlich, die versuchen mit ETFs zu spekulieren. Ja. Weil sie diese Grundsätzlichkeit nicht das, es ist immer so dieses, naja, das andere ist mir eigentlich zu langweilig und dann fangen sie an zu spekulieren mit ETFs. Ja. Und dann geh ich in zwei Richtungen mit einem Depot, ja, und wenn es mir dann rot runterschlägt, und dann fange ich natürlich an, ja, aber der ETF ist mir aber jetzt besonders stark gefallen. Also du bist aber doch ein blöder ETF. Also die sortiere ich doch jetzt aus, ja. Und macht sich dann mit diesem Aussortieren von mir aus von der Staatsanleihe, wenn es denn sein muss, ja, macht sich dann darüber die ganze Strategie im Depot kaputt. Weil hier wiederum Spekulation und Geldanlage miteinander vermengt wird und vermischt wird. Anstatt hinzugehen, man könnte ja theoretisch auch hingehen und kann tatsächlich in mit ETF spekulieren, aber dann baue ich das da ja anders auf. Und zwar von Anfang an. Andere Geschichte. Macht vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie mit Einzeltiteln, aber geht. Ja, also sinnvoll wäre ja, das zu trennen. Also ein langfristiges ETF oder Buy and Hold, whatever, Depot. Und dann eben, wenn einem langweilig wird, empfehle ich dann halt immer, ja, dann machst du dir noch ein zweites Depot zum Spielen mit ein bisschen Spielgeld. Da hast du deine Action. Wenn es gut läuft, machst du einen guten Schnitt. Und wenn nicht, hast du was gelernt. Ne? Genau. Und dann brauche ich bei so einer Delle keine Angst, im Grundsatzdepot zu haben. Und kann mich von mir aus, wenn ich das mit dem Spekulieren noch nicht so ganz noch am Lernen bin, dann kann ich mich darüber über das Lehrgeld vielleicht jetzt gerade ärgern. Aber auch hier letztendlich ja nicht wirklich. Ich kaufe ja eine Aktie, eine Einzelaktie. Die kaufe ich ja nicht, es sei denn, ich trade tatsächlich und will die nur 2-3 Wochen halten. Ja? Aber wenn ich ja prinzipiell nach Aktien Ausschau halte, die ich für unterbewertet halte, oder wo ich große Zukunftsaussichten habe, auch da macht es mir nichts aus, wenn die jetzt mal um 10, 12, von mir aus auch um 20% fällt, dann tut sie das jetzt eben. Ja. Sie wird dann schon wiederkommen, wenn das Unternehmen an sich ein gutes Unternehmen ist, ein dreigutes Namen, dann ist sie halt in einem halben oder einem Jahr oder auch in 3 Jahren wieder da. Ja, genau. Das habe ich ja auch in der Gruppe geschrieben. Da gab es ja auch schon die Frage oder den Kommentar so, eigentlich bin ich ja Buy and Holder, aber jetzt ist das ja irgendwie gefallen und jetzt habe ich dann doch irgendwie alle Aktien oder viele halt verkauft. Und da habe ich halt auch geschrieben, also wenn du grundsätzlich Buy and Holder bist, dann hast du dir ja diese Aktie ausgesucht oder diese Aktien, und damit die bleiben, weil du ja eben Buy and Holder und kein Trader bist. Und dann ist es völlig unabhängig davon, ob jetzt gerade irgendwie die Märkte korrigieren. Entweder ist das, was du da an Bewertungen vorgenommen hast, noch der Fall und du bleibst dabei? Oder wenn es das nicht ist, dann sortierst du die Aktie aus, aber nicht, weil es gerade irgendein Kurs hoch oder runter geht. Da geht es halt um die grundsätzliche Bewertung, die man ja eigentlich vorgenommen hat, wenn man sich für einen Wert in ein langfristiges Depot entscheidet. Ich habe auch von einem von euch irgendwo gelesen, dass er die große Rendite häufig auch an ganz wenigen Tagen eingefahren wird. Und wenn man dann jetzt irgendwo einen Panikverkauf drin hat, dass man ganz häufig auch einfach wichtige Tage verpasst, an denen hinter der Wert wieder aufholt und wo dann auch wirklich irgendwie vielleicht eine große Wertentwicklung gemacht wird, dann ist man das Ding los und hat mit viel Verlust verkauft und sitzt dann da mit seinem realisierten Kursgewinn. Ne? Also so eine richtig schöne Strategie ist das nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Nerven flattern, wenn ich sehe, oh Gott, ich habe jetzt schon das, was ich eingesetzt habe, nicht mehr drin. Ich rutsche immer weiter in die rote Zone. Wie lange geht das denn noch weiter? Was passiert denn hier? Ihr seid aber grundsätzlich nach wie vor der Überzeugung, egal wie das weit runterrauscht, das wird sich wiederholen, das wird wieder hochkommen. Bleib einfach entspannt, guck dir nicht tagesaktuell die Kurse an, alles wird gut. Bleib einfach drin und sitzt das aus, oder? Ja, am Ende wird immer alles gut. Aber ob jetzt die Kurse irgendwann wieder steigen, weiß man natürlich auch nicht. Ne? Also es gibt ja durchaus auch Stimmen, die, ich glaube, das hat man letztes Mal auch diskutiert, die davor warnen, dass wir eben so ein japanisches Szenario abgleiten. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt völlig von der Hand zu weisen. Ja. Die Situation ist ähnlich, zumindest in Europa.
der ganze Markt ist voll Liquidität, wie seinerzeit eben die Bank of Japan auch dafür gesorgt hat. Die Banken sind voll fauler Kredite. Die Indizes notieren auf Höchstständen. Demografisch fangen wir an zu wanken, sind da genau, wo Japan Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre war. Die Währung steht auf tönernen Füßen. Da kann man sich schon was zusammenbrauen. Und wenn man jetzt mal den Advocatus Diaboli spiele, dann sollten die ängstlichen Gemüter sich schon jetzt langsam trennen und Bargeld horten, denn das kann auch alles, ja, in Japan waren es dann 75% in die Tiefe rauschen. Und dann sieht man die Kurse 20, 30 Jahre nicht wieder. Und das ist auch nicht das erste Mal. Ich habe einen Aufsatz nochmal hervorgeholt von einem US-Investor, der ist Robert Arnott, und der hat mal gesagt, the biggest urban legend in finance ist nämlich die langfristige Überlegenheit der Aktie. Und hat das Ganze auch mal untersucht für den Zeitraum 1802 bis 2010. Und hat dann eben auch mal gesagt, es gibt eben extrem lange Stagnations- und Schwächeperioden. Eine solche war zum Beispiel 1803 bis 1857. Und Leute, die eben Anfang des 19. Jahrhunderts investiert haben, hatten den Break-Even auch dann erst 1871. Also bitte, wer jetzt noch 68 Jahre Zeit hat, sollte schön zukaufen jetzt. Aber doch nicht. Also erstens, wir haben heute eine ganz andere Informationsstruktur und es wird alles viel schneller eingepreist. Ja? Außerdem doch nicht, wenn du natürlich 1800, wann auch immer, drei gekauft hast und hast dann nie wieder investiert, dann vielleicht. Aber die meisten von uns oder auch die meisten Kunden bauen ja doch eher auf. Und du machst ja auch innerhalb eines, um jetzt mal in mein ETF-Depot wieder reinzugehen, innerhalb dieses Depots gehst du ja auch innerhalb der verschiedenen Asset-Klassen hin. Deswegen hat man ja nicht nur Aktien. Gehst du ja innerhalb der verschiedenen Asset-Klasse hin und machst ein Rebalancing auf die ursprüngliche Strategie, sodass du automatisch dann in andere Asset-Klassen wieder mehr reinkommst und dann auch wieder zurück in die billigeren Aktien, die bis dahin billiger geworden sind. Also das hebelt man aus, indem man die Assetklassen verteilt und indem man, wie gesagt, mit dem Geld ja auch arbeitet. Nur liegen lassen in einer Assetklasse, dann kann sowas schon passieren. Das kann schon sein, glaube ich schon. Lars, wie machst du das mit deinen Assetklassen? Weil du ja noch das P2P noch dazu hast. Also ich bin auch fleißig eigentlich auf allen Märkten aktiv. Und ich habe mich jetzt tatsächlich auch mehr beim Nachkauf auf den Kryptomarkt investiert, weil der ja auch ordentlich runtergegangen ist. Und die Aktien halt auch nur so nebenbei. Ja, aber Annette, was machst du denn, wenn wir uns mal die globale Dimension einfach ein bisschen angucken? Anderes Beispiel. Momentan ist es so, dass 40% die Verschuldung der Zentralbanken, ja, der großen Zentralbanken, beträgt momentan 40% der gesamten Weltwirtschaftsleistung. Das historische Mittel lag bei, wer weiß es, Pi mal Daumen, 3%. Das heißt, wir sind hier in einer völlig anormalen Situation. Und wenn die Anleihenblase parallel zur Aktienblase platzt, dann nützt ihr dann Umschichten auch nichts. Und dann sollte man vielleicht noch die anderen Assetklassen haben, die da heißen Immobilien oder Rohstoffe, und dann wäre auch ein bisschen Bankliquidität nicht schlecht. Deswegen gibt es ja 5 Assetklassen. Deswegen bin ich nicht nur in 2 unterwegs. Ja, aber wenn die Anleihen... Und wenn es der Himmel auf den Kopf fällt, dann fällt er uns auf den Kopf. Richtig. Dann wird das so sein. Du kannst dich nicht gegen alles... Wie gesagt, wenn die Welt untergeht, geht sie unter. Was willst du denn da machen? Ja, untergeht die Welt halt nicht, aber es kann halt schon sein, dass eben über vielleicht 10, 20, 30 Jahre viele Anlageklassen sehr schlecht laufen. Und dann hast du immer noch von den anderen welche. Deswegen diversifiziert man. Also ich sehe es auch so, was mich ruhig schlafen lässt, ist eben alles, was du aufgezählt hast, die Immobilien, Gold hat man oder Edelmetalle allgemein.
Aktien sowieso eben, da reden wir ja gerade drüber. Und eben, was haben wir noch vergessen? Ja, P2P und alles Mögliche, was es da gibt. Und da habe ich mir ja vorher Gedanken gemacht, wie ich mir das aufteile, wie ich mich da aufstelle. Und im Moment passt das. Und klar, wenn jetzt der Aktienmarkt noch richtig runtergeht und so weiter, dann kann man da zwischen diesen Anlageklassen hin und her schieben, wie Annette das sagt. Und wenn es denn irgendwo überall crasht, ja, dann kannst du ja eh nichts machen. Dann ist das so, wie sie auch sagt. Also ich sehe das auch so. Was willst du machen? Du kannst auch dein ganzes Geld rausziehen, in der Bank horten, und wenn dir der Euro um die Ohren fliegt oder das ganze Bankensystem crasht, dann hast du von deinem Cash auch nichts. Also irgendwas muss man machen, ne? Irgendein Tod muss man sterben. Und ich habe es auf möglichst viele Geschichten verteilt. Bis jetzt ist es ja immer so gewesen, dass wenn das eine gut läuft oder wenn das eine schlecht läuft, dann laufen andere Sachen gut. Das muss nicht immer so sein, ist mir vollkommen klar. Aber irgendwas muss man ja machen, weil, ne, wie gesagt, auch dein Cash kann dir verbrennen oder wertlos werden oder was auch immer. Deswegen alles ein bisschen verteilt und hoffen, dass irgendwas überlebt. Ne? So läuft's. Also alles große Diversifizierer hier am Start. Wobei mich jetzt die Diversifizierung in Kryptos, lieber Lars, erzähl. Was möchtest du denn da wissen? Was ist denn jetzt gerade mit Bitcoin? Ich habe mitbekommen, ich bin immer noch nicht drin, weil ich mich an diese ganze Geschichte überhaupt nicht dran traue. Das wäre sowas, wenn ich dann lese, sie müssen stundenlang irgendwelche Legitimationen machen, bla, und überhaupt will ich alles nicht. Ist mir alles viel zu kompliziert. Aber ich kriege zwischendurch ja immer wieder mal mit, jetzt ist er um 4.000 gefallen und jetzt ist er um 6.000 gestiegen und jetzt ist wieder das passiert. Was läuft da gerade? Also ich bin ja kein Krypto-Experte, aber ich habe halt auch ein bisschen Geld drin. Und die Märkte sind ja, weiß ich nicht, 10-mal höher eingebrochen als jetzt der Aktienmarkt in ein paar Tagen. Warum? Was für einen Grund gab es dafür? Ich glaube, es gab verschiedene Gründe. Ich glaube, einmal waren es irgendwelche Regulierungsprobleme aus den USA, irgendwelche Börsen, die in Südkorea gesperrt wurden. Das habe ich wie gesagt, gesehen. Ich bin jetzt auch kein Experte drin. Aber ich sehe es halt trotzdem als Asset, dass ich, wo ich dann halt mein Investment weiter streuen kann. Und auch in den Kryptowährungen selber kannst du ja auch wieder streuen. Ja, was ich noch zu diesem, wir suchen den Grund sagen wollte, das finde ich sowieso, das ist so eine Abart irgendwie hinterher, darstellen zu wollen, also das ist ja so ein Mediending, warum es nun am Aktienmarkt oder am Kryptomarkt oder sonst wo gerade runtergegangen ist, das interessiert mich auch schon seit Jahren nicht mehr. Also ich kann zwar nicht diese Nachrichten ganz ausblenden, weil über die Gruppen kriegt man es dann trotzdem irgendwie mit. Ich weiß nicht, wie Lars das macht, du bist ja auch in 1000 Gruppen, aber ja, weiß ich noch nicht. Den Knopf habe ich noch nicht gefunden, dass ich das alles nicht mitkriege, aber ich finde das so abartig, diese Pressemeldung und so, gestern ist der DAX 3% gefallen, weil irgendwo in China ein Sack Reis umgefallen ist. Das interessiert mich echt seit 20 Jahren nicht mehr, weil das auch so an den Haaren herbeigezogen ist und so, also weiß ich nicht. Ist am Ende ja auch vollkommen egal. Genau, es ist einfach so, wir können es nicht groß beeinflussen, wir müssen irgendwie mit Leben damit umgehen. Das ist, finde ich, viel wichtiger als hinterher, wenn es eh gefallen ist, den Grund zu suchen, warum es gefallen ist. Klar, die Leute wollen immer irgendeine Erklärung haben, aber irgendwie ist das sinnlos. Also bei Kryptowährungen, ne? Wenn irgendeine Börse dann oder irgendein Land plötzlich beschließt, wir finden Kryptowährungen jetzt plötzlich doch nicht mehr toll, das zeigt für mich aber, dass da kein Vertrauen drin herrscht. Und das macht es mir auch schwierig, da auch überhaupt Vertrauen da rein zu entwickeln. Also für mich ist das immer noch keine ernstzunehmende Asset-Klasse. Ich kann es einfach nicht. Solange da so hausgemachte und so technische Probleme da eine Rolle spielen können, sind die Dinger für mich nicht vertrauenswürdig. Und von daher dann finde ich, muss ich dann tatsächlich dann doch mal fragen, naja, warum denn jetzt plötzlich der ist 10-mal mehr eingebrochen als der Aktienmarkt? Ja, meine Herren, das ist ja... Ist ja auch vorher 100-mal mehr gestiegen und China hat, glaube ich, schon 7-mal gesagt, dass irgendwie die Kryptowährungen gefallen denen nicht und dann ist halt 7-mal der Markt eingebrochen, aber das wird wahrscheinlich auch noch 10-mal passieren. Und Andreas schickt hier gerade auch nochmal eine Nachricht rein und sagt, es gab einen Börsenhack, bei dem 350 Mille gestohlen worden sind. Sowas zum Beispiel passiert ja mit einer Adidas-Aktie nicht. Also, nee.
Ja, das stimmt. Das passiert ja mit der Adidas-Aktie nicht. Aber es gab zum Beispiel beim Bitcoin auch noch einen Future, der ausgelaufen ist, wo die Leute dann spekuliert haben, wie sich die Kurse jetzt entwickeln. Und jetzt schwemmt es tatsächlich auch diese ganzen, ich gehe mal kurz rein und guck mal, wie sich das entwickelt, wieder raus aus dem Kryptomarkt. Und man muss auch ein bisschen sich anschauen, trotz des ganzen Einbruches, wenn man sich mal anguckt, wo der herkommt und wo der war, sind wir jetzt da, wo wir Anfang Dezember, glaube ich, waren, letzten Jahres. Ne? Also das hört sich jetzt gerade an wie, oh Gott, was ist da Krasses passiert? Aber es ist einfach nochmal ein bisschen zurücksetzen und ein bisschen bereinigen. Ich sehe das Ganze mit super interessierten Augen. Ich finde es extrem spannend, was da gerade alles passiert. Ich finde es auch super spannend, weil es einfach so eine Dezentralisierung ist. Es gibt keine Bank mehr, die für mich das alles übernimmt, sondern ich muss selber meine Bank sein und die Verantwortung für die ganzen Sachen nehmen. Und das finde ich eine spannende Sache bei Kryptos. Annette, du guckst ganz entsetzt. Es gibt natürlich Banken und es gibt Börsen, wo ich das Ganze handeln kann, aber letztlich ist es ein Peer-to-Peer-System. Es geht darum, dass du von Mensch zu Mensch ohne eine Bank Finanztransaktionen abschließen kannst. Und das ist der Grund. Darum geht es nicht, dann würdest du nicht damit spekulieren. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Nee, also es gibt einige Leute, die das als Spekulationsinstrument nehmen, aber das ist der ursächliche Grund, aus dem Kryptowährungen entstanden sind. Aber wenn ich Geld anlege in ein Zahlungsmittel, dann könnte man allenfalls noch behaupten, es wäre eine Währung. Ja, aber es ist dann mit Sicherheit nicht mehr als, ich spekuliere, nicht mit Zahlungs, also das ist trotz diese Spekulation auf den Wert dieser Währung, hat nichts mit Zahlungsmitteln zu tun. Das ist einfach nicht richtig. Das, hier geht es rein drum, um Geld zu verdienen, nicht um irgendetwas zu bezahlen. Ich glaube, es gibt mal, da... Hier muss ich mal auch Annette mal recht geben. Und was ich an den Kryptos das vermisse, ich meine, die werden ja immer als Asset bezeichnet, aber ich finde einfach auch die Bezeichnung falsch, ja, weil im Gegensatz zu allen anderen marktgängigen Vermögenswerten steckt da nun wirklich nichts hinter. Bei einer normalen Währung kann ich immer noch sagen, dass ja in letzter Konsequenz immer ein gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt ein Steuertilgungsmittel, hinter dem immer noch ja letztendlich natürlich tausende von Gewehrläufen stehen. Aber hinter einem Krypto steht ja gar nichts. Null. Und wenn dann erstmal diese Luft raus ist, da bin ich mir auch nicht so sicher, was dann draus wird. Ich meine, der Voltaire hat mal gesagt, Papiergeld kehrt irgendwann zu seinem inneren Wert zurück, also null. Ja, wo kehren denn dann die Kryptos hin zurück? Also was bei Kryptos sehr spannend ist, ist, dass die allermeisten Kryptos schon auch einen Anwendungsfall haben, ne? Und dass die bestimmte Use Cases mitbringen und dass die schon bestimmte Dinge können. Aber eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, wo ist die Differenz zwischen Preis und Wert? Was ist der tatsächliche Wert einer Kryptowährung oder von Kryptogeld? Das ist tatsächlich irgendwas, was auch immer wieder aufkommt. Letztlich für mich persönlich ist der Wert, der sich dann für mich auch in einem Preis ausdrückt, der Nutzen, den ich durch irgendwas haben kann und den mir irgendetwas stiften kann. Das macht für mich persönlich den Wert dessen aus, was ich da habe. Und ich finde schon, dass es jede Menge sehr, sehr spannender Nutzenbeispiele für mich gibt, die ich sehr interessiert verfolge, was Kryptos angeht. Aber ich sehe auch auf jeden Fall die Volatilität des Marktes, sodass ich da jetzt auch nicht sagen würde, okay, ich habe 1.000 Euro mir zusammengespart über die letzten 5 Jahre und die investiere ich jetzt in Kryptos. Sondern natürlich muss das auch als hochspekulatives ich tue da nur Geld rein, bei dem ich natürlich weine, aber was mich nicht existenziell zerstört, wenn es weg ist. Aber okay. Für mich hat das sehr viel Ähnlichkeit mit den Tulpen seinerzeit in Holland, nur dass man von den Tulpen noch was hat, weil die schön riechen wenigstens oder man sich an der Optik erfreuen kann. Naja, es gibt auch immer mehr wirklich echte Bezahl-Use-Cases. Ne? Also es gibt in Holland ATMs, wo du Kryptos, wo du quasi Geld in Kryptowährungen umtauschen kannst. Es gibt immer mehr Läden, bei denen du auch wirklich mit Kryptos zahlen kannst, weil du wirklich letztlich von einem Menschen zum anderen überweisen kannst, ohne eine Bank dazwischen haben zu müssen. Also es ist schon cool, was da passiert. Aber ich würde jetzt ganz kurz sagen, nachdem wir jetzt
mal so erstmal eure Coolness alle ein bisschen konsumieren durften und jeder sich vielleicht, der gerade nervös ist, davon eine dicke Scheibe abschneiden kann, dass die vier hier echt völlig entspannt sind und sagen, wenn die Welt zusammenbricht, bricht sie zusammen. Und wenn sie nicht zusammenbricht, dann bleibt einfach entspannt, macht vielleicht ein bisschen Rebalancing in den einzelnen Assetklassen, aber macht euch nicht verrückt, wenn jetzt die Kurse mal runtergehen, die werden auch wieder hochgehen. Würde ich jetzt gerne die offizielle Fragerunde starten, weil ich auch schon einige Fragen und einige Einwürfe gekommen sind, mit denen wir jetzt direkt anfangen. Also der Chat ist offen. Denkt bitte daran, wenn ihr was reinschreibt, dass ihr an alle schreibt, dass auch die anderen lesen können. Ich fange mal direkt ganz oben an. Hecki, hallo übrigens, empfiehlt erstmal ein spannendes Buch, Trading in the Zone, über den richtigen Edge fürs Traden. Das war jetzt aber, glaube ich, eher ein informeller Einwurf, denn eine Frage. Und Uta fragt, vermutet ihr, dass der Crash weiter anhält? Welcher Crash? Liebe Gott. Na, der aktuelle Abwärtstrend der Kurse. Also ich sehe es echt nicht als Crash. Genau. Also Crash ist es erstmal noch nicht. Und heute ging der Dow 400 Punkte hoch oder steht gerade 400 Punkte im Plus. Also wie es morgen weitergeht, wissen wir nicht. Hast du auch den Grund für uns? Nein, leider nicht. Interessiert mich auch nicht. Also momentan fließen ja auch nochmal 200 Milliarden US-Dollar Liquidität pro Monat. Und ja, das könnte das Ganze natürlich auch ein Stück weit verlangsamen. Ich frag mich ja schon, woher der das weiß, wenn er keine Nachrichten guckt. Aber gut. Ja. Ja, Informationsbeschaffung ist ja häufig auch das Gegenteil von Nachrichten. Ich wollte doch nur Stenkern. Ja, nein, ich glaube auch nicht, dass das schon ist. Klar. Aber apropos Stenkern, eine Frage habe ich mal noch an dich, Annette, weil das ist mir gleich am Anfang mal aufgefallen. Du hast ja gesagt, und das wird auch ganz interessant für die Zuschauer, du hast ja gesagt, Anfang, ja, jetzt wo die Kurse ein bisschen gesunken sind, ist es vielleicht auch an der Zeit, außer der Reihe was einzukaufen. Mhm. Hältst du das? Ich glaube, der Vincent hat es ja auch gesagt, aber haltet ihr das nicht ein bisschen gefährlich, weil genau das ist ja auch so ein Punkt, Automatismus. Und also ich persönlich bin auch ein ganz starker Anhänger von automatisiertem Handeln. Also absichtlich auch die Emotionen raushalten, extrem technokratisch vorgehen und sich eben nicht verführen lassen, also in beide Richtungen nicht. Nicht sagen, oh, jetzt sind die Kurse hoch, jetzt verkaufe ich als Buy and Hold, aber umgekehrt auch nicht, oh, jetzt sind sie ein bisschen runtergegangen, jetzt kaufe ich nach oder jetzt schiele ich mal nach Einzelaktien. Weil das verwässert ja eigentlich meines Erachtens eines der Erfolgsrezepte neben Risikotoleranz, nämlich Automatisierung. Nö. Wenn ich ein Depot habe, das mein Vermögen aufbaut und meine Altersvorsorge darstellt und in dem ich streng nach Vorschrift vor mich hin langweilig ETF ordnungsgemäß handle, dann habe ich, wenn ich mich für die Materie interessiere, vielleicht Spaß dran, auch tatsächlich auf der anderen Seite einfach, und wenn es halbwegs sinnlos ist, einfach mal hier 2 Tesla zu kaufen und hier 5 Adidas und hier 3 irgendwas, ja, das ist tatsächlich für den Spaß. Okay, also das ist getrennt, so ein preußisches und ein rheinisches Depot gewissermaßen. So ungefähr. So ungefähr, sodass okay, dass ich all meinen verschiedenen Mentalitäten gerecht werden kann. Ja? Weil ich kann natürlich hingehen und kann natürlich noch ein Einzeldepot auch nochmal streng automatisiert und ordentlich und sowas aufbauen. Aber das brauche ich ja eigentlich nicht, weil ich habe ja mein ETF-Depot. Warum soll ich mir die Arbeit zweimal machen? Also ist das eine dann für mich, für den Spaß, und das andere ist für den ordnungsgemäßen Aufbau. Und deswegen habe ich da auch so kein Störbewusstsein für mich drin. Louis, Frage beantwortet? Voll auf. Ja, ja. Also diese Trennung, also ich habe zum Beispiel so eine Trennung nicht, deswegen, aber wenn man es so macht und so durchhalten kann, ist das okay. Wobei ich glaube, das Spielgeld würde ich dann lieber im Casino anlegen. Nee, das ist ja rausgeschmissen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht rausgeschmissen. Thomas hat noch reingeschrieben, ein angeblicher Grund für den Flash Crash ist der Zinsanstieg von 10-jährigen US-Anleihen.
wenn die Zinsen steigen, dann sinkt aber doch der Kurs der Anleihe. Wo ist da die Logik? Und wer würde bei steigenden Zinsen langlaufende Anleihen kaufen? Zum Beispiel kaufen diejenigen langlaufende Anleihen, die langlaufende Anleihen kaufen müssen. Und das sind ja institutionelle. Die gesamte deutsche Versicherungswirtschaft saugt die ja geradezu förmlich auf, mal abgesehen von den Zentralbanken. Die kaufen ja eh alles. Selbst Unternehmensanleihen, was sehr fatal ist. Mhm. Also den Markt dafür gibt's. Okay. Also ein Zwangsmarkt gewissermaßen. So, jetzt, wo ist die nächste Frage? Lasst mich mal suchen. Hier wird jetzt noch ein bisschen, wurde noch ein bisschen über Bitcoin geschrieben und über die Blockchain, aber das sind keine Fragen. So, was ist der innere Wert eines Euro? Wärmewert, wenn wir ihn eines Tages anzünden dürfen, wird hier zum Beispiel zum Wert geschrieben, den wir vorhin hatten. Dann fragt Gerhard. Ziel ist ja nicht nur die Erhaltung, sondern auch eine Wertsteigerung. Seht ihr Gold oder Goldaktien diesbezüglich besser? Also Gold finde ich schon eher zum Werterhalt. Also meine Meinung. Goldaktien ist eben, habe ich da auch schon reingeschrieben, wie eben Gold nur mit Hebel. Aber tatsächlich habe ich Gold als reine Absicherung und zum Vermögenserhalt. Und das ist für mich keine Spekulation auf Wertsteigerung, ist aber nur meine bescheidene Meinung. Ich sehe es auch als analog zu einer Gebäudeversicherung, ein Stück weit. Ich glaube, ich hatte ja in der Diskussion mal der Eva die Tage gesagt, als der John Law aus dem Staub gemacht hat, nachdem er den französischen Finanzbankrott provoziert hat mit seinem ersten groß angelegten Papiergeldexperiment 1715 bis 1719 und man ihn dann noch erwischt hat, dann hat er die ganze Kutsche auch hier voller Gold- und Kunstgegenstände gehabt. Der wird schon gewusst haben, warum. Ja. Das ist übrigens dann auch der Anleihen- und Aktienmarkt und Immobilienmarkt in Paris komplett in die Knie gegangen. Also das ist so ein kleiner historischer Einwurf. Mhm. Okay, also Gold eher Erhaltung und nicht Wertsteigerung aus eurer Sicht. Ja, als Versicherung. Okay. Direkt noch eine Frage an Lars. Kann ich die Peer-to-Peer-Klasse so sehen, dass sie mit dem Aktienmarkt nicht korreliert? Sind sie also eine Absicherung für mein Aktien-ETF-Portfolio? Ja, sind sie definitiv. Also es korreliert ganz, ganz minimal laut offiziellen Studien. Ich habe bis jetzt noch nie eine Wirkung bemerkt, auch nicht 2016, als es, was sagtest du eben, Louis, 27% runtergegangen ist. Da ist bei dem Peer-to-Peer-Portfolio rein gar nichts passiert und auch jetzt nicht. Also es ist nach wie vor bei mir persönlich die stabilste Anlageklasse. Cool. Diana fragt nochmal, warum getrennte Depots, ginge doch alles parallel in einem? Vincent hat schon geschrieben, zur besseren Trennung, es geht aber auch in einem. Gibt es noch irgendeinen anderen Grund, warum es getrennt? Nur zur Übersichtlichkeit. Okay. Alles andere ist Selbstmord. Wenn du ein Depot mit 20, 25, 30 Positionen hast und sollst davon, die eine Hälfte soll davon ein Vermögensaufbaudepot sein, und die andere Hälfte soll, das kriegst du ja nie wieder auseinandergefriemelt. Du hockst ja an der Excel-Tabelle, bis du blöd wirst. Das kriegst du nicht auseinandergefriemelt. Von daher dann immer mehrere Depots. Jetzt kommt hier noch mal Kryptos auf die Seite. Was denkt ihr denn über die Blockchain? Ich mache auch mal so. Ja, das muss man ja auseinanderhalten. Ich meine, das eine ist ja die Währungs- oder Bezahlfunktion, von der wir reden, und das andere ist halt eben eine, wie soll man sagen, Signaturtechnologie. Und da gibt es sicherlich Anwendungsfälle, die jetzt aber nichts damit zu tun haben, wovon wir vorhin geredet haben, von der Zahlungsmittel-, Werterhaltungs- und Funktion oder Wertaufbewahrungsfunktion oder Spekulationsgegenstand. Also ich denke mal, diese Eigenschaften sollte man schon sauber trennen. Und dann ergeben sich sicherlich interessante Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie, die ominöse.
Wobei ich mir hier noch nicht sicher bin, wie das mit dieser Energiebilanz bin. Also da bin ich mir noch nicht einig drüber, aber vielleicht habe ich doch einfach zu wenig Ahnung von. Aber mir macht das Angst, was ich da in manchen Artikeln lese, was für eine Umweltverschmutzung das letzten Endes ist. Es ist immens, aber es gibt unglaublich viele neue Anwendungsfelder, die das aushebeln werden. Also in Zukunft wird das kein großes Problem sein. Das ist jetzt aktuell ein großes Problem, aber ja, das wird ganz, ganz viele arbeiten gerade daran, das viel effektiver und viel energieeffizienter in Zukunft zu machen. Das wird nicht mehr lange ein großes Problem bleiben, sag ich jetzt so. Wenn das ohnehin nicht Propaganda der Gegner ist. Genau. Ich würde ins Feuer legen, dass das unbedingt so stimmt. Oh, doch, also im Moment ist es schon noch sehr stromintensiv und du kannst ja auch nur da meinen, oder nur da lohnt es sich, wo der Strom günstig ist, aber diese Rechner brauchen viel Strom und die Rechenoperationen, um wirklich einen Block zu meinen, das ist schon viel, viel Energie, die gebraucht wird. Das würde ich jetzt nicht als Propaganda der Gegner bezeichnen, aber ich bin mir sicher, es wird in Zukunft gute Möglichkeiten geben, da energieeffizienter unterwegs zu sein. Wer sich übrigens interessiert, ganz kurzer Einwurf, ihr könnt mal unter coinsummit.online gehen. Da starten wir Ende März einen Online-Kongress zum Thema Kryptos. Aber heute ja hier nicht Thema Kryptos, sondern Aktienkurse. Bernd schreibt, der Kurseinbruch, in Klammern Korrektur, wurde auch verstärkt durch computergestützte Handelsprogramme. Brandgefährlich sind da gerade die ETFs. In Amerika sind in der letzten Woche von den 32 Milliarden aus dem Aktienmarkt 21 Milliarden an ETFs abgeflossen. Wie seht ihr das? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dieses automatische Computerhandel. Da gibt sich dann eben in so einer Korrekturfahrt das automatisch eben, dass es weiter runtergeht, weil da irgendwo irgendwelche Marken gerissen werden und dann gibt es da so eine kurze Spirale. Speziell auf die ETFs kann oder will ich da jetzt nicht eingehen, da weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt mit diesem computergestützten Handel, dass das eine Rolle spielt in solchen Phasen, wo das dann mal heftig runtergeht. Das haben wir ja auch erst seit ein paar Jahren, seitdem der Computerhandel da eben die Oberhand gewonnen hat. Früher war das alles ein bisschen entspannter, als das alles noch so mehr oder weniger manuell ging. Da ging das alles nicht so schnell, ne? Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Über die ETFs weiß ich da jetzt nichts. Was da jetzt gerade brandgefährlich ist, kann ich gar nichts zu sagen. Aber letztendlich die Computerprogramme, die sind vielleicht, die verstärken vielleicht das Echo, aber sind ja nicht ursächlich für eine Bewegung. Und wenn man sich hier mal anschaut, der stärkste Sturz in der westlichen Welt, 1929 bis 1932, der ist ja eben nicht durch Computerprogramme verursacht worden. Und von daher würde ich die Rolle jetzt auch nicht überbewerten, beziehungsweise wenn das so ist, dann oder wenn Computerprogramme vermehrt bestimmte Entwicklungen verstärken, dann werden entsprechende Algorithmen natürlich auch wieder irgendwann für eine Gegenbewegung sorgen. Also ich denke mal, das wird sich auch ein Stück weit aufheben und für diejenigen, die mittelfristig bis langfristig engagiert sind, spielt das dann eh keine Rolle. Nee, das ist richtig. Ich meinte speziell diese Flash-Crashs, wie sie ja so genannt werden. Ja, das ist richtig, klar. Am 5. Februar jetzt, ne? Das meinte ich jetzt, wo dann auf einmal 1987, da wird ja auch bis heute... Genau. Also das meinte ich jetzt speziell. Diese kurzfristigen Abwärtsspiralen, heftigen, das ist dann wirklich eben dadurch, glaube ich, ne? Und ansonsten hast du natürlich recht, eine langfristige Krise oder ein langfristiger Bärenmarkt hängt nicht mit dem Computerhandel zusammen. Und meine Frage ist jetzt an der Stelle, wieso eigentlich aus den ETFs? Ich sehe da gemanagte Fonds eigentlich eher in der Verursacherrolle. Bei einem Index-ETF, ich rede jetzt von einem Index-ETF, der Index verändert sich ja in keinster Art und Weise, wenn die Kurse sich verändern. Das heißt, es wird also nichts verkauft. Warum sollte es? Weil es ist ein Index-ETF. Ja? Das bleibt also drin. Was sein kann, ist, dass die einzelnen Halter der Index-ETFs hingehen und mal geben Stop-Losses ein. Möglich, dass dadurch Abflüsse bestehen. Aber ansonsten ist es ja eher bei gemanagten Fonds, dass wenn gerade in dem Augenblick halt eben der Zeitpunkt ist, wir gucken drauf, oh je, es hat sich um die und die Relevanz verschoben. Wir müssen jetzt 20% unserer Aktien abstoßen, weil... Ja,
weil das halt eben so in unserem Fondsprospekt drin steht und weil wir nur so zugelassen sind. Und dann wird es eigentlich eher durch ein aktives Handeln noch eher verstärkt. Also, und das machen die natürlich auch handelsprogrammmäßig. Die setzen sich ja auch nicht hin und jackern diese Verkaufsaufträge von Hand rein. Ja? Von dahin, die Logik, der verstehe ich jetzt gerade nicht. Also an der Geschichte sind ETFs jetzt wahrscheinlich, nein, sie sind daran nicht schuld. Das hat damit meines Erachtens nach nichts zu tun. Ich glaube, Schuld steht da auch nicht. Es geht nur darum, dass eben von den 32 Milliarden, die insgesamt vernichtet wurden, davon sind 21 Milliarden an ETFs abgeflossen. Schuld steht da nicht, aber auch das ist berechtigt der Einwand. Die Frage, warum soll der Großteil aus ETFs abgeflossen sein? Das muss ja eine aktive Handlung der Halter dieser ETFs voraussetzen, weil automatisch wird da ja genau. An einem ETF nichts verkauft. Das meinte ich mit. Ja, genau. Ja. Da reichen ein paar institutionelle beispielsweise, die dann gesagt haben, jetzt bringen wir irgendwie das Portfolio in eine bestimmte andere Struktur, weil bestimmte Marken gerissen sind. Und dann gehen die Anteile eben zurück. Und dann werden die rückabgewickelt quasi, dadurch kommen Verkäufe zustande. Aber das passiert ja in einem gemanagten Fonds ja ganz genauso. Ja, klar. Das ist vollkommen gehupst gesprungen, ob das ein ETF ist oder ein gemanagter. Das sind die aktiven Entscheidungen. Genau, sogar bei Einzelaktienhaltern. Ja. Habe ich gehört. Ich auch. Ja. Das kam jetzt gerade. Okay, also ETFs, unschuldig wie eh und je. Weiter von dir, Top-Empfehlung. Nein, was höchstens noch sein könnte, ist, dass ETF-Käufer eher Menschen sind, die sich beschäftigt haben. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Ja. Leute, die bei der Bank sich beraten lassen und einfach einen Fonds kaufen, weil sie es so gesagt bekommen haben, die kommen ja nicht auch so schnell auf die Idee, bei einer kleinen Geschichte zu reagieren. Die ETF-Menschen, die von denen wir heute am Anfang schon gesprochen hatten, in den Gruppen drin, die dann plötzlich Angst kriegen, die handeln ja. Also dass das einfach das sind vielleicht viel geschuldet dessen, dass die Menschen sich vielleicht mehr beschäftigen und demzufolge eher aktiv ins Handeln kommen. Okay. Aber dieselben Menschen hätten ja vor, sagen wir mal, 20 Jahren, hätten sie halt irgendwie einen möglichst preiswerten normalen Fonds und da wäre ja genau dasselbe. Dann hätte es aber das Fondsmanagement gemacht. Ja, gut, klar. Ne? Aber was ich eigentlich nur sagen will, ist, der ETF ist ja auch nur ein Instrument, eine Hülle, etwas transportiert wird. Das wird ja auch oft durcheinander geschmissen. Ja. Ich kann da hochbrisante, hochspekulative Inhalte transportieren und ich kann ganz langweilige, ganz konservative Inhalte transportieren. Also das ist ja, wie gesagt, nur ein Vehikel. Also wichtig ist hier, glaube ich, auch zu wissen, ETFs werden ja auch im größten Maße von Institutionellen benutzt. Und dass hier der Kleinanleger hat hier, glaube ich, nicht 21 Milliarden aus dem Markt gezogen, sondern eben eher diese Institutionellen. Ne? Das denke ich. Also ich war es nicht, definitiv. Nee, ich habe auch nichts rausgeholt. Ich auch nicht, aber das Geld wäre so oder so weggeflossen. Ich glaube, dass es egal ist, ob es ETFs oder Aktien genau, oder. Genau, das denke ich, gilt es festzuhalten. Oder Einzeltitel. Okay, hier kommt auch noch reingeworfen, dass physisches differenzbesteuertes Silber auch noch neben Gold eine gute Möglichkeit wäre, in Rohstoffe, in Edelmetalle zu gehen, weil unterbewertet. Und Vincent hat auch schon geschrieben, dass häufig nur von Gold die Rede ist und Edelmetalle im Allgemeinen wichtig sind zur Absicherung. Lars, erstmal, was haltet ihr alle von der Anlageklasse Private Equity? Steht davor. Von Bernd die Frage. Schwer zu diversifizieren. Daher kommt es für mich nicht in Betracht. Die anderen halten sich vornehm zurück. Fällt jetzt auch nicht in meinen Kompetenzbereich. Also höchstens indirekt. Es gibt beispielsweise in Amerika tatsächlich so eine Hochdividendenklasse, die nennt sich Business Development Companies. Das sind so Sanierungs- und Beteiligungsgesellschaften für mittelständische Unternehmen. Das könnte man im weitesten Sinne als, aber es ist kein richtiges Private Equity. Also, aber das ist der Berührungspunkt, den ich am ehesten habe. Ist halt auch hochvolatil,
klar, weil kleinere oder mittlere Unternehmen natürlich schwankungsanfälliger sind als irgendwelche Ozeanriesen, sind aber durchaus lukrativ, wenn eben Umschwung gelingt oder eben eine Sanierung gelingt. Das Management dieser Business Development Company dort aufräumt, Misswirtschaft beseitigt etc. pp. Also gibt schon hohe Chancen, aber eben auch hohe Risiken. Ja. Auch mal die schlechteste Investition, die ich hier hatte, war so eine Business Development Company, die dann fast vor die Hunde gegangen ist. Ja, also Lars hat da schon recht. Da muss man, wenn man sowas macht, denke ich, schon breit streuen, damit man auch ein paar Gewinner dabei hat. Und da brauchst du halt eben das entsprechende Kapital. Wenn das vorhanden ist und wenn das Interesse da ist, kann man das machen. Aber es ist jetzt wahrscheinlich nichts für den Hausgebrauch oder Kleinanleger. Ne? Also ich empfinde es nicht als Assetklasse, würde ich nie tun. Ja. Es ist entweder eine unternehmerische Handlung, dann bin ich aber ein Unternehmer und gucke mir das Unternehmen an, in dem ich hier jetzt investiere und mich beteilige. Ja. Oder wenn es über einen Fonds geht oder in die Richtung über Mittelsmänner, dann ist es eine reine Spekulation. Aber es ist keine Assetklasse und es ist keine Geldanlage. Eine Frage an Lars. Wie ist denn deine durchschnittliche Rendite mit P2P? Letzte Woche noch geschaut und die ist momentan bei 12,1% vor Steuern. Cool. Ja. Kann man auf meiner Webseite mal auf der rechten Seite zu jeder Plattform sehen, falls es dich interessiert. Thomas war es, glaube ich. Ja. Und Alexandra fragt, warum sprecht ihr euch für Nachrichtendiät aus? Ob wir wollen oder nicht, werden wir von Politik und vom Weltgeschehen beeinflusst? Ja, die Alexandra beantwortet die Frage ja quasi selber. Wir werden ja beeinflusst, wir können es aber, den Makrorahmen können wir ja nicht ändern. Außerdem kommt das ja das Wenigste im Alltag tatsächlich an. Und was ich aber ändern kann, ist meine Mikroebene. Und da habe ich ja direkt einen Einfluss drauf. Und es ist tausendmal besser, die Energie in seinen Mikrobereich oder in den Bereich zu stecken, den man kontrollieren oder beeinflussen kann, als den, wo ich überhaupt keine Einflussmöglichkeiten habe. Und außerdem, was mir wirklich gehörig auf den Senkel geht, ist oder gegangen ist, muss ich ja sagen, in den Nachrichten ist ja im Prinzip nur Negatives, was man hört. Oder zu 90%. Und das widerspricht meinem rheinischen Gemüt einfach. Also ich sehe es auch so, ne? Es ist ja erstmal Zeit, die man aufwendet, sich das reinzuziehen, dann kriegst du schlechte Laune und ändern kannst du nichts. Und jetzt speziell auf die ganzen Börsengeschichten, finde ich, ist es dann so, wenn es wirklich einen Bärenmarkt gibt, dann kriegst du da jeden Tag stundenweise von irgendwelchen schlauen Leuten und Experten erzählt, dass die Welt untergeht und dass es noch nie so schlimm war und diesmal alles ganz anders ist. Und das beeinflusst dich irgendwann. Wenn du das jeden Tag 3 Jahre lang hörst, dass die Welt untergeht und dass die Aktien nie wieder hochkommen, dann verkaufst du halt dein Kram und 2 Jahre später hast du ein neues Hoch, hast aber alles verkauft, weil du dir Nachrichten da reingezogen hast. Also das nochmal speziell zum Nachrichten, also Börsennachrichten speziell. Aber es ist natürlich allgemein, so wie Luis sagt, das ist ja echt wirklich immer nur negativ alles und da kriegst du schlechte Laune von und verdaddelst deine Zeit mit. Und einen Wissensvorsprung oder irgendeinen Vorteil konnte ich da in den Jahren, wo ich Nachrichten konsumiert habe, jetzt auch nicht ausmachen. Ne? Ich glaube, wenn es ein wichtiges Thema gibt, zu dem man mitdiskutieren möchte, ist man auch relativ schnell im Thema drin und informiert und kann den Nachteil, den man, wenn man morgens nicht gelesen hat, aufholen. Genau, die wirklich wichtigen Sachen kriegt man irgendwie mit und ja, den Rest, der ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, dass man das überhaupt wissen müsste. Das nimmt ja nur Platz auf der Festplatte weg irgendwie, also hier oben. Yep. Christoph hat mich gerade nochmal korrigiert und hat gesagt, dass die Energie bei der Blockchain nicht für das Minen von Blocks, sondern für die Konsens- oder Konsensusfindung draufgeht, will ich nur noch mal kurz reinschmeißen. Aber und Thomas sagt auch noch mal zum Thema ETFs von vorhin, dass mehr institutionelle als Privatanleger unterwegs sind und da der Abfluss herkam. Und Bastian sagt, Lars, mit einer großen Koalition werden Zinsen, auch Peer-to-Peer-Kreditzinsen, höher besteuert. Wird dies deine Peer-to-Peer-Strategie ändern? Das ist eine gute Frage.
Das weiß ich ehrlicherweise noch gar nicht, aber es ist ja auch noch nicht sicher, dass es jetzt kommt. Also er redet ja davon, dass die Abgeltungssteuer dann ja wegfallen wird und die Peer-to-Peer-Kredite mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert werden. Ja, aber die Abgeltungssteuer nicht für Dividenden, weil da kommen sie wieder in Schwulitäten, weil sie dann das Gesamtsystem wieder ändern müssten, wegen Mehrfachbesteuerung. Aber bis dahin bist du ja vielleicht eh dann globaler Nomade, dann betrifft dich das sowieso nicht mehr, wie ja die Steuersätze in Deutschland sind. Das kann auch sein, genau. Ja, ich weiß es noch nicht. Wird sich zeigen. Wir werden sehen. Und Louis hat auch noch einen Lesetipp reingegeben. Und zwar von Louis der Lesetipp. Ich kopiere den mal an alle, weil den können im Moment nicht alle sehen. Vergessen Sie News. Ein Aufsatz von Rolf Dobelli ist im Netz frei aufrufbar. Also da könnt ihr euch zum Thema Nachrichtendiät gerne noch ein bisschen einlesen, falls das für euch interessant ist. Ja, okay. Ich glaube, aktuell haben wir jetzt keine weitere Frage. Wir sind auch genau in der Zeit. Das heißt, ich würde sagen, super, dass ihr alle dabei wart. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend. Ich habe den Link auch schon reingetan fürs nächste Mal. In 8 Wochen sehen wir uns wieder, hoffentlich dann mit Natascha, die hoffentlich dann gesund ist, und allen anderen, die dann hoffentlich genauso gesund sind. Wir wollten an euch nochmal die Frage stellen, was für ein Thema euch am meisten interessiert, also was Themen sein könnten, die euch so richtig brennend interessieren, über die wir hier beim Finanztalk sprechen sollen, weil wir jedes Mal überlegen, was ist für euch richtig spannend, und dann dachten wir, wir fragen euch jetzt einfach mal. Das heißt also, wenn ihr ein Thema habt, was euch unter den Nägeln brennt, dann schreibt es super gerne hier einfach direkt rein, dann können wir das mal im Kreis besprechen und überlegen. Lieben Dank, Andreas, für deine Urlaubswünsche, den habe ich, ist ganz wunderbar hier an der Nordsee. Und wenn ihr nichts habt, was euch unter den Nägeln brennt, dann werden wir sicher wieder ein sehr, sehr spannendes Thema für in 8 Wochen finden. Ansonsten fühlt euch frei, uns gerne Nachrichten zu schreiben, auf der Vermögensakademie auch gerne zu kommentieren oder auch hier an einen von uns zu sagen, welche Themen für euch interessant sind. Noch ein Hinweis, ich weiß jetzt nicht, ob unser nächster Termin vor oder nach der Invest in Stuttgart ist, aber wenn das nämlich danach ist, ich denke mal, der eine oder andere von uns wird ja da sein, und wer dann eben zufällig auch in Stuttgart ist, dann besteht sicherlich die Möglichkeit, auch mal persönlich ins Gespräch zu kommen. Lass mich mal schauen. Ich werde zur Invest an dem Samstag, ich glaube, der 13. oder 14. April ist das. Ich glaube, es ist davor. Ich glaube, wir sind am 4., glaube ich. Aber macht ihr gar nichts. Also auch da ist es auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um viele zu treffen. Lars ist auch da. Ich habe letztes Jahr Louis da kennengelernt auf der Invest. Ich habe Lars da getroffen, habe mit Louis eine sehr nette Rückzugfahrt verbracht und über passives Einkommen geschwafelt. Das heißt also, die Invest ist ein sehr, sehr cooler Ort, um viele Menschen zu treffen, die im Thema Finanzen unterwegs sind. Von daher... Eva, ich kann dazu noch einwerfen. Ich bin ja offizieller Teil der Vlogger-Lounge und kann auch kostenlos Karten zur Verfügung stellen. Uhu. Ich kann dir gleich mal die Daten schicken, dann kannst du die gerne mit dazu posten. Yes. Wenn das kein Grund ist. Genau, super cool. Das heißt also, Lars kann sogar kostenfreie Karten vergeben. Sehr cool. Am 9.4. ist der nächste Talk, also vor der Blogger-Lounge. Das heißt, nee, Quatsch, vor der Invest. Auch vor der Blogger-Lounge, aber auch vor der Invest. Das heißt, wir können uns dann da die Köpfe heiß reden und dann auf der Invest weitermachen und überlegen, was es noch Spannendes gibt. Ich bedanke mich. Also Thomas sagt, mich würde mal eure Portfolioaufteilung interessieren. Wie viel Prozent in welcher Anlageklasse? Ob das notiere ich mir mal direkt, ob das vielleicht eine Frage sein könnte. Ansonsten schreibt uns gerne an, kommentiert gerne auch noch auf der Vermögensakademie, was für Themen sind, die für euch spannend sind. Ich freue mich, dass ihr dabei wart am Rosenmontag. Ich wünsche euch allen noch einen fabelhaften Abend. Blockchain ETF kommt hier noch als Thema. Wow. Wow. Best of both worlds. Ja. Ganz, ganz lieben Dank auch an euch vier, dass ihr hier wieder mit eurer Expertise den Abend mit uns verbracht habt. Fand ich sehr, sehr spannend mal wieder. Und ja,
dann würde ich sagen, wir sehen uns allerspätestens in 8 Wochen. Ich hoffe schon vorher auf dem einen oder anderen Weg. Habt einen wunderbaren Abend und bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.